Der FC Bayern geht weiterhin in diese Gruppe als haushoher Favorit. Das konnten sie gegen Atletico Madrid mit dem 4:0 auch noch einmal unterstreichen. Lok Moskau spielte 2:2 in Salzburg und war hier erstmal auf die Defensive spezialisiert. Konnte das ganz gut machen. Die erste Tormöglichkeit gab es dann aber auch schon in der 8. Minute, die brandgefährlich wird und gerade so von einem Verteidiger noch verhindert werden kann. Die Bayern aber ganz klar mit dem Heft des Handelns in der Hand. Hernandez zu Thomas Müller. Moskau zu Passiv, Joshua Kimmich. Steckt durch zu Kingsley Coman. Kommt dann auch zum Abschluss. Da ist es dann aber ein wenig zu lange die Zeit, die er dort braucht. Kurz vor dem Pausenpfiff dann aber auch Lok Moskau. Das erste Mal wirklich gefährlich. Abschluss Krzysztof aus der zweiten Reihe. Dann kein Problem mehr für Manuel Neuer. Gut vorbereitet über Miranchuk. Die linke Seite von ihm bearbeitet. Nach 45 Minuten stand es dann aber nur 0:0 für die Bayern. Etwas enttäuschend. Insbesondere zu Beginn hatte man doch dann ganz klar die Oberhand. Das sah auch im zweiten Durchgang dann weite Teile wieder so aus. Diesmal über die rechte Seite. Pavard mit dem Lupfer zu Kimmich. Stark angenommen. Müller, Goretzka, der wartet ab. Sieht Lewandowski. Und wenn der den Ball so kurz vor dem Tor bekommt, dann kann man da wirklich die Anzeigentafel direkt umstellen lassen. 1:0 für die Gäste. Lok Moskau aber zumindest vom Ergebnis her zumindest noch in der Partie ein Treffer durchaus aufzuholen. Und da ist fast der Ausgleich. Eder stand aber auch im Abseits. Trotzdem gute, gefährliche Aktion, war auch nur ein Fuß breit, diese Abseitsstellung. Und Lok kommt. Schöner Pass. Bayern in der Mitte zu hoffen. Und das wird bestraft. Daniel Kulikov in der 67. Spielminute mit dem Ausgleichstreffer. Manuel Neuer chancenlos. Aber die Bayern wollen die weiße Weste behalten. Antworten prompt mit Douglas Costa und Leon Goretzka. Einmal wieder das Tempo angezogen. Lok Moskau läuft nur hinterher und kassiert in der 73. Minute den zweiten Rückstand. Schöne Abnahme von Goretzka, der wirklich mittlerweile nicht mehr wegzudenken ist aus diesem Team. Auch wegen seiner Torgefahr. Die Nachspielzeit lief, Lok Moskau kam nicht mehr nach vorne, Bayern verteidigte das jetzt clever weg vom eigenen Tor. Ging aufs Dritte, Lewandowski, Kimmich noch einmal, Guilherme kann sich auszeichnen. Verhindert das höhere Resultat. Es bleibt beim 2:1 für die Gäste, absolut verdient dieser Sieg, aber Lok Moskau hat wirklich gut mitgehalten und konnte sich ja sogar fast noch einen Punkt mitnehmen, aber die Bayern waren eben nochmal besser.